Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute aus dem schönen Wald. Und ja, jetzt vorweg möchte ich mich mal entschuldigen, dass so lange Zeit kein Video kam. Denn es war nämlich so, ich hatte einen Motorradunfall und habe mir da so ziemlich alles gebrochen. Ja, na gut, das heißt so ziemlich alles, also zwei Rippen. Dann hatte ich schwere Weichteilfrakturen am Knie und einen offenen Unterarmbruch. Am Knie und am Arm wurde ich dann operiert und ja, dann war ich eine Weile im Krankenhaus. Und wie ihr sehen könnt, sind meine Tunnel auch wieder auf 26 mm, denn bei der OP musste ich meine 30 mm Plugs rausnehmen und dann sind die ein bisschen geschrumpft. Und ja, dann habe ich wieder, also ich habe die 30 mm dann nicht mehr reinbekommen und habe die 26 mm Plugs reingemacht. Und ja, so viel dazu. Dann die Qualität bei dem Video könnte ein bisschen scheiße sein, weil ich das gerade mit einem Handy aufnehme. Weil beim Fotoapparat die Batterien alle sind, aber ich hoffe, das stört euch jetzt nicht. Und ja, ich bin gerade auf dem Weg zu einem Hof, der so ein bisschen abseits von meinem Dorf liegt, in dem ich wohne. Und ich gehe mir dort Hundewelpen ansehen, denn ich habe vor mir einen Hund anzulegen, wenn man das so sagen kann. Und ja, dann nehme ich euch da mal ein bisschen mit. Ich habe ihn in 2 Wochen jünger gewesen. Ah, so? Ja, der ist halt dann so schnell groß. Dann ist er halt leichter, das Essen. Ja, jetzt rumpeln sie mal nach. Ah, du bist Gettin, du. Danke, ja. Gettin. Ah, du. Jo, was ist mit dir? Die Schuhe, die halt voll nehmen. So, ich bin mittlerweile wieder auf dem Heimweg. Ja, ich konnte noch keinen Hund mitnehmen, denn die sind noch ein bisschen zu klein. Die müssen noch ein wenig bei ihrer Mami bleiben. Und ja, das war's dann eigentlich vom heutigen Video. Und falls es euch gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und falls ihr mehr sehen wollt, dann könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Und dann sage ich Tschüss, Ciao und wieder bis zum nächsten Mal.